Hi, ich bin's, David, der Doktorand. Heute zweite Folge meiner Paper Reviews. Dieses Mal geht es um ein Paper, das nicht wie das erste eine empirische Studie ist, sondern dieses Mal ist es mehr so ein Sammelsurium oder eine Zusammenstellung an Quellen zu einem Thema, nämlich zu So gelingen Lernvideos vom passiven Konsumieren zum aktiven Lernen oder auf Englisch, wie es dann auch publiziert ist, How to create educational videos from watching passively to learning actively. Das Ganze ist von Josef Buchner, der ist an der Pädagogischen Hochschule in St. Gallen, dort am Institut für ICT und Medien. Und dieses Paper ist erschienen Anfang September im Open Online Journal Research and Education. Das ist ein Open Access Journal der PH Niederösterreich, an dieser Stelle Servus Nachbarn. Das Ganze ist ein Konferenzheft zu einer Konferenz, die wohl ein sehr breites Spektrum an Themen hatte. Ich habe dann nicht mehr weiter recherchiert, worum es da eigentlich ging oder wer quasi Paten dieser Konferenz waren. Und wie gesagt, es geht diesmal mehr um eine Zusammenstellung an bestimmten theoretischen Erkenntnissen oder auch Erkenntnissen aus der Empirie, die in Bezug auf Lernvideos angewandt werden sollten, damit diese eben bestmöglich gelingen. Das heißt, dieses Paper, und so schreibt es Josef Buchner auch, beschreibt Designprinzipien, die es zu beachten gilt. Also es ist so eine Handreichung, so wenn du Lernvideos machst, solltest du auf dieses und jenes achten. Und deshalb fand ich, ist dieses Video, Paper ist auf jeden Fall wert, hier erwähnt zu werden. Und ich möchte einfach durch die verschiedenen Abschnitte durchgehen. Es gibt erstmal so ein kleines Intro, dann werden ein paar Gestaltungsrichtlinien oder Gestaltungsprinzipien genannt und erläutert, die man beachten sollte. In einem dritten Kapitel geht er dann mehr auf die didaktische Gestaltung von Videos ein, also wie man tatsächlich auch didaktische Interaktionen einbauen kann. Das habe ich ja in meinem ersten Review schon mit einem anderen Paper behandelt. Und am Schluss fasst er das Ganze nochmal zusammen. Das heißt, er fängt erstmal an, warum überhaupt Lernvideos, wo kommt das her, und geht da wirklich zurück bis zur VHS-Kassette und dann auch später zur DVD und beschreibt nochmal kurz die Settings, in denen Lernvideos verwendet werden. Dort greift er einmal Blended Learning auf und einmal den Flipped Classroom, die ja relativ nah beieinander liegen vom didaktischen Setting. Aber das sind so die, sag ich mal, primären Einsatzzwecke von Lehrvideos im Educational-Bereich, also im Bildungswesen, Schule, Hochschule gleichermaßen. Dann finde ich gut, dass als allererstes nochmal ganz klar gezeigt wird, hör zu, wenn du ein Lernvideo machst, solltest du als allererstes das Lernziel definieren und formulieren. Und das ist, und ich spreche da jetzt ein bisschen aus Erfahrung, aus der Praxis, das kann man eigentlich nicht oft genug sagen. Weil letzten Endes zielt das ganze Video ja darauf ab, dass dieses Lernziel erreicht wird. Und wenn das vorher nicht klar definiert ist, bekommt man früher oder später ein Problem oder verrennt sich irgendwie so im Klein-Klein hinten dran. Also von daher ganz wichtig. Und dann führt Buchner die Cognitive Load-Theorie an, die ja besagt, dass man eben den Verstand nicht überfrachten sollte mit Input. Das bedeutet in Bezug auf Lehrvideos, dass es am besten ist, wenn man gesprochenen Text mit Bild, also mit Videomaterial oder tatsächlich Abbildungen kombiniert und möglichst wenig Text einblenden sollte, während gesprochen und Bilder gezeigt werden. Weil letzten Endes das dazu führt, dass die Leute nicht mehr wissen, worauf soll ich denn achten. Und gerade wenn man sich Videos anschaut von Leuten, die vielleicht noch nicht ganz so versiert sind in dieser Geschichte, dann gibt es oft so eine, man nennt es dann Bild-Tonschere, also dass irgendwie auf der Audioebene was anderes erläutert wird, als dann da im Bild steht, oder der Text beschreibt irgendwie was in anderen Begriffen, als es vielleicht auf verbaler Ebene passiert. Und das führt eben dazu, dass der Zuschauer nicht mehr weiß, was ist jetzt wichtig, was stimmt, ist vielleicht irgendwie beides richtig, und dann fängt er an nachzudenken, statt dass er das Video anschaut. Und unter diesem Aspekt, Cognitive Load, stehen dann eben alle anderen Aspekte, die Buchner in dem Paper nennt. Und der erste, den finde ich sehr sinnvoll, das ist das sogenannte Highlighting. Das heißt, immer wenn was wichtig ist, sollte das auch hervorgehoben sein. Und das kann einerseits verbal sein, also auf der Audioebene, entweder vielleicht so durch einen sehr enthusiastischen Tonfall des Sprechers, kann aber auch auf der visuellen Ebene sein, dass man also visuelle Marker hat, die bestimmte wichtige Dinge hervorheben. Da gibt es, wenn man sich mal umschaut, einige gute Beispiele. Es ist, kann ich wieder auch aus Erfahrung sagen, es ist schwierig, sowas umzusetzen, wenn man
über viele Videos hinweg einen gleichen Stil pflegen will, weil man sich dann wirklich im Vorfeld viele Gedanken machen muss, was könnte alles auf mich zukommen, und man sollte für möglichst vieles gewappnet sein, oder man braucht ja so eine Art visuelle Sprache, die möglichst flexibel ist, aber dann immer noch als ein Gesamtkonstrukt erkennbar bleibt. Der nächste Punkt heißt dann so viel wie Ablenkung vermeiden. Das heißt, Lehrvideos sind keine Hollywood-Blockbuster. Das heißt, man sollte auf überflüssige Effekte verzichten, und man sollte auch schauen, dass im Bild immer nur das tatsächlich zu sehen ist, was relevant ist. Und da macht Buchner ein Fass auf, über das viele Leute diskutieren und wo es auch viele verschiedene und berechtigt viele verschiedene Meinungen gibt. Nämlich sollte der Sprecher und der verbalisierte Inhalt, also wenn es zum Beispiel um eine technische Zeichnung geht oder sowas, sollte das gleichzeitig im Bild sein oder nicht? Also braucht es den Sprecher, dann kann der Zuschauer eine soziale Bindung aufbauen. Es ist auch belegt, dass der Mensch natürlich, weil er ein soziales Wesen ist, aufmerksamer ist, wenn er ein Gesicht sieht. Und gleichzeitig kann man aber eben auch sagen, naja, aber wenn es um diese technische Zeichnung geht oder andere Inhalte, dann ist doch das der Inhalt. Dann brauche ich doch, oder dann lenkt der Sprecher, der im Bild ist, ab. Und wenn man sich dann wieder umschaut und in diese Lehrvideos mal reinschaut, sieht man ganz häufig, dass der Sprecher immer so ganz unten im Eck irgendwo klebt oder nebenan ist, und letzten Endes verschenkt man ja damit auch tatsächlich Platz im Videobild, um Dinge zeigen zu können. Also das ist ein spannendes Feld, wenn man sich da mal ein bisschen mit auseinandersetzt. Buchner empfiehlt am Ende dieses Absatzes dann, mit dem Sprecher zu öffnen, also das Video zu eröffnen, sagen, hallo, ich bin so und so, heute geht es da und darum. Dann die Inhalte zu vermitteln ohne den Sprecher und den Sprecher am Ende des Videos wieder ins Bild zu holen, um quasi diese Klammer zu machen und auch nochmal den Zuschauer direkt anzusprechen. Der nächste Absatz in dem Paper, und das hat mir sehr gut gefallen, ist sehr, sehr kurz. Und genau darum geht es auch. Es geht darum, Lehrvideos kurz zu halten. Es wird da empfohlen, so 3 bis 5 Minuten für ein Lehrvideo, also wahrscheinlich deutlich kürzer als dieses Video am Ende ist. Der nächste Absatz, da geht es dann darum, dass man so ein Lehrvideo möglichst gut strukturieren sollte. Das heißt, so ein paar gedankliche Pausen einbauen, dass es nicht nur Informationsfluss ist, ohne dem Zuschauer Zeit zu geben, das zumindest für einen kurzen Moment zu verarbeiten. Außerdem sollte in einem Lehrvideo, und das ist auch, kann ich wieder aus Erfahrung sagen, relativ schwierig, immer eine Geschichte erzählen. Und das muss man immer gut in Einklang bringen mit diesem Ding hier, nicht ablenken. Also der Inhalt sollte im Fokus stehen und vor allem das Lernziel, also alles, was ich in einem Lehrvideo mache, sollte dem Lernziel zuträglich sein. Aber ich muss es ja trotzdem irgendwie spannend und möglicherweise sogar ein bisschen unterhaltend gestalten. Das ist tatsächlich nicht ganz einfach. Was hingegen wieder relativ einfach ist und was Buchner auch als Gelingensbedingung oder als Prinzip für gutes Gelingen von Lehrvideos aufführt, ist die persönliche Ansprache. Das heißt, ich soll euch direkt ansprechen und ich sollte nicht von euch in der dritten Person sprechen oder nur so völlig abgehoben in meiner eigenen Wolke hier formulieren und schwabulieren. Außerdem, und das ist der letzte Punkt in diesem zweiten Kapitel von wegen gestalterischer Prinzipien, die es zu beachten gilt, nennt Buchner, dass man den sogenannten Learning Space erweitern soll. Das heißt, ich habe mit meiner Kamera die Möglichkeit, Dinge zu filmen, die meine Zuschauer oder Lernerinnen und Lerner nicht sehen können. Und wenn ich diese Möglichkeit habe, sollte ich sie auch wahrnehmen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Exkursion mache, sollte ich vor Ort filmen, weil letzten Endes die Zuschauer, die ja eigentlich nur vor ihrem Bildschirm zu Hause sitzen, die können halt nicht mit in die Serengeti oder sonst wohin. Oder wenn ich tolle Experimente filmen kann, die vielleicht auch nicht zugänglich sind, sollte ich das filmen. Man kann natürlich das Ganze weiterdenken und wirklich auch neue Technologien mit einbringen. Also ich kann zum Beispiel 360-Grad-Videos drehen, um den Zuschauern halt irgendwie sowas wie, ja, diesen ganzen Eindruck, der dort vor Ort herrscht, den reproduzieren zu können und die Zuschauer das nacherleben lassen. Oder ich kann ganz einfache, sage ich mal, weil sie schon relativ alltäglich sind, Techniken verwenden und Dinge sichtbar machen, indem ich zum Beispiel eine Zeitraffer- oder eine Zeitlupenaufnahme mache. Oder wenn man hat, und das ist vielleicht für Physiker gerade interessant, mal eine Infrarot- oder eine UV-Kamera verwenden, ja, um tatsächlich einfach Strahlung sichtbar zu machen, die mit dem bloßen Auge und in einem herkömmlichen Video nicht sichtbar ist. Also das sind alles Möglichkeiten, die auszuloten gilt, wenn man ein Video plant. Und die es, glaube ich, wert sind, einzusetzen, weil sie eben was anderes sind und Dinge besser sichtbar machen können, nicht müssen, können. Im dritten Kapitel geht Buchner dann, wie gesagt, auf die didaktischen Interaktionen ein, die man einbauen sollte. Da verweise ich an dieser Stelle einfach mal auf
Das Video mit der Nummer 22 von mir, wo ich das Paper für interaktive Videos oder für interaktive Elemente in MOOCs vorstelle. Aber einen Punkt möchte ich noch anführen, und zwar nennt Buchner hier das sogenannte soziale Lernen. Und das ist eine Möglichkeit, wie man ein Lehrvideo mit Kommentaren versehen kann. Und da gibt es verschiedene technische Lösungen. Es gibt einmal so wie hier bei YouTube, man kann einfach unter dem Video kommentieren. Es gibt aber auch tatsächlich technische Lösungen, die ich sehr elegant halte, wo man oder bei denen man im Video bestimmte Zeitpunkte kommentieren kann und an dieser Stelle dann auch eine Diskussion anstellen kann. Das heißt, ihr könntet in diesem Video bei Minute 3 und 42 Sekunden sagen, hier, das finde ich besonders gut oder besonders schlecht, weil... und alle anderen User könnten dann dort an der Stelle über genau diesen Aspekt weiter diskutieren. Also dass quasi das Video selbst so eine Art Diskussionsplattform und Nachschlagewerk gleichzeitig wird. Also das finde ich sehr gut. Aber wie gesagt, das muss man technisch erstmal umsetzen können. Das bieten nämlich leider die wenigsten Plattformen bis jetzt in der Form an. Insgesamt ist dieses Paper eine sehr gute Zusammenstellung für jeden, der mit Lehrvideos in Kontakt tritt und sich damit ein bisschen befassen will. Sei es, dass er derjenige ist, der dieses Lehrvideo haben will und konzipiert. Oder ist es derjenige, der das Lehrvideo am Ende umsetzt und jemanden, der eben ein Lehrvideo haben will, berät. Ich weiß leider nicht genau, wie der Kontext dieses Papers, also wie das entstanden ist, war. Aber meiner Meinung nach ist das Intro ein bisschen zu überbordend. Ja, also es ist zwar schön, diese Geschichte aufzuzeigen, hier VHS und DVDs mit Lehrvideos und jetzt ist es eben das Webvideo. Und es ist auch sicherlich gut und sinnvoll für bestimmte Zielgruppen nochmal den Einsatzzweck, nämlich Blended Learning und Flipped Classroom zu erläutern. Allerdings ist das nicht das, was ich erwarte, wenn ich ein Paper vorgelegt bekomme, das den Titel trägt, so gelingen Lernvideos. Ich werde dieses Paper auf jeden Fall all meinen Kolleginnen und Kollegen mal zukommen lassen und sagen, sie sollen da reinschauen, weil ich das wirklich für sehr wertvoll halte, weil auch jeder Punkt sehr gut belegt ist. Also es sind sehr viele Quellen genannt, auf die sich diese Gestaltungsprinzipien stützen. Und das ist auch für mich, glaube ich, der nächste Punkt. Ich werde mir einige dieser Quellen, also diese Originalquellen mal anschauen und da dediziert reinschauen, was denn da noch alles steht, weil ja letzten Endes dieses Paper nur ein Desiderat ist, also eine Zusammenstellung und eine Komprimierung dieser Inhalte. Aber wie gesagt, deshalb halte ich es für einen sehr guten Ausgangspunkt, um mit der Recherche und mit der Information über dieses Themengebiet anzufangen. In diesem Sinne, lasst mir gerne auch ein paar Kommentare da, wenn ihr das Video mit Leuten anschauen wollt und weiter diskutieren wollt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.